Mes amis, bonjour Roland und herzlich willkommen. Ja, heute ist es dann endlich soweit. Der Auftakt zu einer kleinen Pass-Around-Runde. In diesem Fall mit einem Messer von Roland Lanier. Dem einen oder anderen von euch wird der Name ein Begriff sein. Roland war Designer für das Atelier Perceval und da unter anderem für so wunderschöne Modelle wie das L08 verantwortlich. Er hat sich dann selbstständig gemacht. Unter seinem eigenen Namen produziert er Messer. Das erste Modell ist das Wiseau Series. Das gab es in diversen Ausführungen, unter anderem mit Tartan Micarta. Der Stefan Schmalhaus hat dazu ein ganz wunderbares Video gemacht. Das werde ich euch in der Videobeschreibung unten mal verlinken. Ja, das hatte dann auch den passenden Namen Wiseau Series Punk. Ganz einfach, weil in Anlehnung an die Punk-Mode der 80er das Royal Tartan, dieses rote Schottenkaro, gerade bei den Punks als T-Shirt oder als Hemd so beliebt war. Dementsprechend hat dann Roland das Messer auch so getauft. Ja, Wiseau Series, natürlich wird das dem einen oder anderen auch ein Begriff sein. Eine der ganz berühmten Szenen von Heath Ledger als Joker in Christopher Nolans Batman The Dark Knight. Heath Ledger ja für seine Rolle posthum mit dem Oscar ausgezeichnet. Und ja, wenn ihr mich fragt, war auch selten ein Oscar für eine Rolle so berechtigt wie in diesem Fall. Ja, da kommen also einige Dinge zusammen, die von vornherein mein Interesse wecken. Hier haben wir Musik, hier haben wir Film, hier haben wir eine große Prise Humor, wie ihr an Rolands Maker's Mark sehen könnt. Wir haben hier die Jolly Roger mit gekreuzten Messer und Gabel. Seine Initialen, das L und das R, bilden hier den Totenkopf. Darunter seht ihr Roland Lanier, seinen Namen. Ja, der Flo hat es in letzter Zeit ein, zwei Mal angesprochen, was die Verpackung von Messern angeht. Ich sehe das ganz genauso. Das erste Auspacken. Das ist ja schon eine Art haptisches Vergnügen. Das ist ja etwas, das man wirklich genießen will und am besten auch mit mehreren Sinnen. Und Roland hat sich hier was ganz Tolles einfallen lassen. Das hier ist die Messerbox, in der es geliefert wird, eine Bambusröhre. Das kommt nicht von ungefähr, denn einige seiner Modelle von dem Wiseau Series, je nach Ausführung, haben dann auch einen Bambus-Backspacer. Finde ich eine ganz, ganz tolle Sache und irgendwie ein Zugeständnis an die moderne Zeit. Bambus wird, nein, andersrum gesagt, Bambus ist schon seit im asiatischen Raum seit ja, Anbeginn der Zeit, seitdem Menschen angefangen haben zu bauen, das Baumaterial Nummer 1, wird bis heute in asiatischen Großstädten noch verwendet, um Baugerüste hochzuziehen, teilweise auch 50, 60 Stockwerke hoch. Ja, und die Dinger halten einfach, ne? Die wachsen unfassbar schnell. Manche Bambusarten wachsen irgendwie bis 1 Meter oder 1,20 Meter pro Tag. Ja, und ganz faszinierendes Zeug. Und sich dann für dieses Material zu entscheiden, um das Messer darin zu versenden, ja, finde ich klasse. Hat irgendwie so einen Eindruck von Nachhaltigkeit und trotzdem, ja, irgendwie gegen die Norm, trotzdem mit einem guten Gefühl dabei. Also, ja. Irgendwie ist auch das Punk. Ich finde es klasse. Anhängend könnt ihr sehen, wir haben hier das Modell Wiseau Series, Seriennummer 252. Ich halte euch einfach mal den Text in die Kamera. Ihr könnt dann gerne auf Pause drücken, um euch das mal durchzulesen. Hier ist auch die Anmerkung, dass es ein Tribute to Heath Ledger as the Joker in Christopher Nolans Movie ist. So, und die zweite Karte. Dort haben wir die technischen Daten. Handle Korean E Bamboo. Da sehen wir gleich, dass das nicht so ist. Stahl 14C28N. 60 HRC. Beryllium Bronze Washer und ein Keramik Detentball. Das Techle Pride of Scotland. Das ist das Karo. Und das Ganze ist tatsächlich Seide, handcrafted in France bei Roland Lanier. Ja, und die, die mich kennen,
Die werden wissen, die Messer von Percival, die haben auf mich schon seit einer geraumen Zeit einen ganz, ganz, ganz besonderen Reiz ausgeübt. Ich hatte ja dann das große Vergnügen, in dem Pass-Around von Brandners Homestyle im letzten Jahr zu dem Le Français in Wüsteneisenholz teilzunehmen. Bei der Verlosung hatte ich dann noch ein größeres Glück, dass mein Name vom Henry dann auch gezogen wurde, beziehungsweise ich glaube, das war doch die Aktion, wo er die Namenskügelchen auf eine Zielscheibe geballert hat und meines dann in der Mitte lag. Von daher, ja, fantastisch. Hab ein Video gemacht damals, auch mit dem Isulabai zusammen. Wir haben uns hingesetzt, haben einen kleinen Messertalk gemacht draußen im Wald. Und ja, das war quasi der Auftakt zu einer weiteren Zusammenarbeit. Der Michael Brandner war so nett, den Kontakt zu Roland herzustellen. Roland wirklich ein ganz, ganz feiner Kerl. Wir sind mittlerweile regelmäßig in Kontakt, schreiben aber nicht nur über Messer, sondern auch einfach mal über Gott und die Welt. Wirklich ein unheimlich netter und sympathischer, cleverer und vor allem auch höchst talentierter junger Mann. Es ist wirklich eine große Freude, ihn kennengelernt zu haben und auf diesem Wege etwas für ihn tun zu können, nämlich einfach mal sein Messer auf einem weiteren Kanal vorzustellen, in der Hoffnung, dass es einige Leute sehen, dass dieses Video Bestand hat und auch in Zukunft öfters mal angeklickt wird und darüber hinaus auch ein paar anderen Jungs noch die Möglichkeit zu geben, dieses Messer mal in Händen zu halten und vielleicht auch mal ihre Eindrücke schildern zu können. Dazu dann aber in den nächsten Wochen mehr. Ja, lange Vorrede. Jetzt wollen wir das Hübsche auch mal aus seinem Täschle befreien. Nein, ganz kurz noch vorab. Unten von Hand markiert Leid zum Quadrat. Was es damit auf sich hat, sehen wir jetzt. So, ich hoffe, ich habe jetzt gleich genügend Platz hier vor mir. Denn dieses Messer wirkt erst dann, wenn man es auch mal in eine Relation zu anderen setzt. Ja, was ihr hier seht, sind Griffschalen aus feinster, feinster Carbonfaser, hochglanzpoliert. Mit dieser wunderbaren Kante, die sich über die komplette Grifflänge zieht. Wir haben einen Griff, der sich zum Ende hin verjüngt. Mein erster Gedanke war Schnellzug, vielleicht der Talis. Ich musste aber auch an die Concorde denken. Ganz, ganz tolle Linienführung. Auch das Abfallen der Klinge, dass das fast nahtlos in den Griff übergeht. Ja, also ganz wunderbar. Natürlich haben wir eine etwas hochstehende Klingenwurzel, aber in diesem Fall ist das gar nicht so tragisch, denn sie endet genau mit dem Griff im geschlossenen Zustand. Wie ihr hier sehen könnt, haben wir nicht nur polierte Liner, sondern wir haben auch eine absolut perfekt, wirklich perfekt zentrierte Klinge. Ganz, ganz großes Kino. Also das handwerkliche Geschick, was in dieses Messer reingeflossen ist, da muss man wirklich sagen, Hut ab. Ich glaube nicht, dass ich bisher im Bereich traditioneller, in Anführungsstrichen Taschenmesser oder sagen wir Messer nach traditioneller Fertigung, dass ich da bis jetzt was Besseres in Händen hatte. Ich glaube nicht. Ja, also wunderbar gleichmäßig gearbeitet. Ihr seht, dort gibt es auch keine Unterschiede in der Griffdicke, in den Winkeln, in den Bögen, in den Radien. Das ist absolut, absolut perfekt und genau gearbeitet. Ja, der Name des Messers Light, beziehungsweise Weiß auch Series ist ja der Name des Modells und in dem Fall die in der Ausführung Light zum Quadrat, beinhaltet natürlich ein Wortspiel. Zum einen ist es bezogen auf leicht, dann natürlich auf die Griffschalen, Carbon als leichter und hochfester Verbundstoff. Und zum zweiten tatsächlich Licht, denn anders als auf der Karte beschrieben, da stand Corian und Bambus, haben wir hier nicht den Bambus Backspacer,
sondern dieser ist in der Tat ein Glow-in-the-Dark Backspacer. Und zwar leuchtet der blau. Ja, gerade im Moment bin ich von technischen Problemen heimgesucht. Das heißt, ich kündige jetzt schon mal an, dass ich nicht weiß, ob es mir möglich sein wird, mit der neuen Software Bilder einzufügen. Das heißt, möglich wird es sein, aber ich weiß nicht, ob ich es auf Anhieb hinbekomme. Deshalb seht es mir nach, wenn dieses Bild jetzt nicht erscheint. Sollte es mir doch gelingen, wird genau jetzt ein Bild des Backspacers eingeblendet werden. Und zwar im Dunkeln. Ja, handwerklich absolut perfekt. Optisch mehr als nur eine Augenweide. Vielleicht eins der elegantesten und schönsten und gleichzeitig ja, doch aufregend schnittigsten Messermodelle, die ich in den letzten 2, 3 Jahren so gesehen habe. Vielleicht die ich überhaupt kenne. Auch hier, ihr seht die Leine poliert. Die Reflexion, also fantastisch, ja. Und dann öffnen wir das Ganze mal. Der Klingengang ist relativ fest, jedoch hervorragend definiert, also nicht einfach nur fest. Ich bitte jetzt die Fingerabdrücke zu entschuldigen. Wir haben eine Wharncliffe Sheepsfoot, ja, nee, eher Wharncliffe Klinge. Jetzt auch das Satin Finish noch einzufangen. Ja, jetzt kann man es ganz gut sehen. Es ist nicht wirklich diagonal. Es folgt einfach der Anschlifflinie bis hin zur Spitze, wunderbar ausgeführt. Wir haben eine relativ schlanke Klinge. Das sind knapp 3 mm, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und insgesamt ergibt sich wirklich fast schon eine gigantische Dimension bei diesem Messer. Und zu diesem Zweck möchte ich jetzt einfach mal direkt ein Vergleichsmodell auf den Tisch bringen. Vielleicht fangen wir einfach auch mal mit etwas an, das vielleicht jeder schon in Händen hatte oder auch zu Hause hat. 93 mm Wick, hier Alox. Ihr seht, das ist wirklich winzig dagegen. Dann mit minimal unter 20 cm Größe das Percival Le Français. Wirkt auch geradezu winzig und das, obwohl es ja jetzt in Anführungsstrichen noch ein bisschen näher zur Kamera ist und durch den Winkel dann das Ganze halt immer noch ein kleines bisschen verzerrt. Aber ich denke mal, die grundsätzliche Idee wird klar. Diese beiden Messer spielen übrigens in der gleichen Kategorie. Beide sind dazu gedacht, vielleicht die EDC-Aufgaben hergenommen zu werden, beziehungsweise dann zum sogenannten Food Prep für die Essenszubereitung für die Küche oder tatsächlich auch für den Gang ins Restaurant, um das Messer, das vielleicht nicht ganz so scharfe Messer, dass man dort auf den Tisch bekommt, dann zu ersetzen. Das ist eine Tradition, die bei uns auch immer mehr zunimmt, zumindest in der Szene. Wie man hört, ist das in anderen Ländern, gerade in Frankreich, gang und gäbe, dass viele Herren da ihr eigenes Messer dabei haben. Und das finde ich eine tolle Idee. Und wenn man das mit so einem Schmuckstück wie dem Lanier Wise so Series tun kann, ja, also ich glaube, da schmeckt selbst das versauteste Steak noch dreimal so gut. Also da lässt man dem Koch vielleicht auch mal den einen oder anderen Fehler durchgehen. Einfach nur, weil das Messer, das man zum Essen benutzt, wirklich das Ganze auf ein neues Level hebt. Ja, weiter mit dem Größenvergleich. Le Français ein ganzes Stück kleiner. Im Moment ein absoluter Renner und vielleicht eins der Messer des Jahres oder sogar das Messer des Jahres 2015. Manly Comrade. Knapp über 20 cm groß. Ihr seht, etwas wuchtiger am Griff. Da hat es etwas mehr Spielraum als zuvor das Le Français. Aber auch dieses ist noch deutlich kleiner. Ich tausche hier mal die Positionen, damit ihr beide Winkel mal gesehen habt. Hier wird es noch ein bisschen deutlicher. Ja, selbst dem Manley fehlt da wirklich ein gewaltiges Stück. Aber Manley hat ja
ja nicht nur das Comrade im Sortiment, da gibt es ja auch noch das Modell Classic, in dem Fall das 04er mit den Buffalo Horn Griffschalen. Ja, und das ist dann das erste, in Anführungsstrichen, Taschenschwert, was dem Lanier dann bei der Größe endlich mal Paroli bieten kann. Ich möchte an dieser Stelle dann auch mal das gute alte Lineal rausholen. Halten wir es mal an. Ja, und dann sehen wir schon, das YSO Series kommt auf 23,8 cm Gesamtlänge, also fast 24 cm Länge. Das ist nicht nur ein ausgewachsener Folder, das ist meiner Meinung nach schon ein XXL-Folder. Ja, aber auch da wieder der Satz, wer mich kennt, der weiß, da stehe ich drauf. Und meistens ist es so, dass sie dann in der Hand auch gar nicht mehr so groß aussehen. Analog dazu. Ja, also das ist definitiv eine vertretbare Größe. Und wenn ich überlege, welchem Zweck dieses wunderschöne Stück dienen soll, dann ist es auch wirklich nicht problematisch, wenn das Messer etwas größer ist. Ja, man sitzt gediegen im Lokal, man läuft nicht wildfuchtelnd damit rum, man packt es nicht auf offener Straße aus, wo Passanten sich erschrecken, dass man plötzlich ein Messer in der Hand hat. Nein, im Restaurant ist es ganz normal. Ja, und da dürfte es auch niemanden stören, wenn man sein eigenes Messer zum Essen mitbringt. Naja, gut, stören nicht. Bei uns würde es vielleicht aktuell noch für den einen oder anderen verwunderten Blick suchen. Ich hoffe jedenfalls, dass diese wunderbare Tendenz, diese wunderbare Tradition auch zu uns herüberschwappt, dass es mehr Menschen gibt, die sich bewusst ein solch schönes Stück leisten. Das ist ein Stück Luxus, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Auch ein 20-Euro-Taschenmesser erfüllt definitiv seinen Zweck. Brauche ich nur noch mal das kleine Vic Alox hier in die Kamera zu halten. Das liegt bei knapp über 20 Euro, das hat zwei Klingen. Und ja, selbst das 400 Gramm Entrecote würde ich mit diesem Victorinox garantiert super zerlegt bekommen. Ja, aber das Gefühl dabei, das ist schon mal ein ganz anderes, wenn man es mit so einem Schmuckstück erledigt, wie mit dem Lanier YSO Series. Ja, und das ist dann auch schon das passende Stichwort. Das ist ein Messer, das wirklich die Emotion anspricht. Vernunft spielt hier wirklich keine große Rolle mehr. Da muss man gar nicht drüber reden. Das Messer ist für den Zweck gedacht, Genuss noch etwas schöner zu gestalten. Und ja, das schafft es wirklich auf allen nur möglichen Ebenen. Ich sagte eben, der Klinggang beim Öffnen ist etwas fester. Für alle, die auf die technischen Details stehen, hier nochmal eingefangen. Ich versuche nochmal den Fokus ein bisschen besser hinzukriegen, wie toll der Liner steht. Das ist wirklich alles perfekt eingestellt. Er steht übrigens nicht über. Ja, wir haben nur ausgefeilt eine Stelle, an der wir dann etwas besser reingreifen können. Hier wird dem Daumen einfach etwas mehr Platz gelassen. Und auch beim Schließen wunderbar definiert, aber halt etwas fester, als man das von taktischen Foldern gewöhnt ist. Ich mag diese Eigenschaft an dem Messer sehr. Es gibt haptisch ein wunderbares Feedback. Es macht Spaß, es zu öffnen und zu schließen, weil man es durch den etwas festeren Klingengang auch wesentlich bewusster wahrnimmt. Ja, also das Öffnen und das Schließen, das ist schon fast eine Art von Ritual. Ja, und weil ich sagte, das hat was mit Genuss, das hat was mit Gefühl zu tun, möchte ich auch gar nicht auf weitere Dinge eingehen, wie zum Beispiel ein Jimping am Klingenrücken. Braucht man es nicht. Vollkommen irrelevant, es ist da und das ist da, es ist gut. Mehr muss man nicht sagen. Hier nochmal Rolands Maker's Mark geprägt. Zum Vergleich die Matching Numbers. Ne? Habt ihr eben wahrscheinlich schon im Bild gesehen. Die gleiche Nummer wie auf der Karte, 252. Leider da nicht ganz korrekt eingetragen, was Griffmaterial und den Backspacer angeht.
Aber ansonsten dürfte das für keinerlei Verwirrung sorgen. Das passt schon. Ja, liebe Leute, 20 Minuten sind rum. Ich habe noch ein paar Clips zum Lanier im Einsatz. Ich hoffe, dass ich in der Lage sein werde, dies alles zusammenzuschneiden. Ansonsten gibt es diese Clips vielleicht mal einzeln und ich muss dieses Video hier separat hochladen. Wie auch immer es sein wird, es ist mir eine riesengroße Freude, dieses Messer vorstellen zu dürfen. Mein Dank geht raus an die Familie Brandner und ganz besonderer Dank an Roland Lanier. Bezugsquelle für das Why So Serious werde ich euch unten in die Beschreibungsbox packen. Und mit, so sie dann online kommen, auch die weiteren Videos zum Messer. An dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank an euch fürs Zusehen, fürs Reinschalten. Wenn ihr mögt, lasst mir einen Daumen da, schaut demnächst wieder rein. Hier geht es hoffentlich bald wieder in schnellerer Abfolge weiter mit neuen Videos. Bis dahin, alles Gute.